Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Teil 2 meines Adventsvlogs. Teil 1 seht ihr hier oben. So Leute, ich bin nicht krank geworden dank meiner tollen Supplement-Tees. Dieser Tee ist wirklich so nice bei Erkältung, aber auch gleichzeitig auch entkrampfend, entblähend, bisschen entwässernd, also auch schön für eine schlanke Mitte. So ja, meine ganzen Supplements, Vitamin C ohne Ende und hast du nicht gesehen, den ganzen Kram, aber natürlich auch eine gesunde Ernährung und Ingwerknollen habe ich gekaut ohne Ende. Und Shakes hier mit Greens und hast du nicht gesehen, habe ich mir geremixed, Leute, und dann war ich wieder voll am Stissart, alter Vater. Also mein Schatz, morgen ist der erste Advent. Das bedeutet, morgen ist der erste Tag, an dem du dann da ein Türchen aufmachen kannst, also ein Päckchen rausnehmen kannst, wenn denn eins drin ist. Mein Mann und ich, wir haben noch einige Päckchen gepackt, es haben noch ein paar gefehlt. Wir haben ein paar Beauty Sweeties reingepackt. Die Schmetterlinge sind neu, very, very nice. Guten Morgen, Leute. Römli kommt jetzt gleich runter, ist gerade aufgewacht und wird das dann hier zum ersten Mal sehen. Und ich habe noch einen Adventskalender geholt. Dazu sage ich euch gleich was. Ja, du musst erst die Nummer 1. Hast du die 1? Ja, klar. Ach so, super. Die Nummer 1 habe ich. Cool. Ah, was zum Essen. Oh. Oh. Oh, lecker. Schokolade. Bio-Schokolade. Ja, das darfst du natürlich direkt futtern, mein Schatz. Du hast es gefunden? Wow! Oh, da ist ein Büchlein drin, Romeo. Wale- und Delfine-Büchlein. Romeo, du hast alleine deinen Koffer gepackt. Du hast das so schön ordentlich gemacht. Ja. Aber Schatzi, du bleibst ja nur einen Tag bei der Oma. Den Schlafanzug, ja, der ist süß. Oh Gott. Und Schatzi. Wow, wie schön. So, ich muss jetzt auch Koffer packen. Das ist mein Koffer. Ja, das ist cool. Die Oma wird sich wundern. I'm looking so good. Ja, aber gleich sehe ich fantastisch aus. Dann zeige ich mich auch mal. Gleich sehe ich so toll aus. Ich style mich richtig auf. Alle Skills werden wieder ausgefahren gleich. Ich weiß immer noch nicht, was ich anziehe. So, also Leute, den Rest muss ich im Hotel machen. Das ist nämlich mit Hotelübernachtung. Das ist 2 Stunden von hier entfernt. Bisschen Weihnachtsgala-mäßig. Mit Übernachtung, deswegen ich muss den Rest jetzt, was für Lippenstift, wie ich die Haare mache, das mache ich jetzt alles im Hotel. Ich weiß auch immer noch nicht, was ich anziehe. Ich muss das jetzt alles in den Koffer pfeffern, weil wir sind schon wieder viel zu spät dran. Aber ich wollte euch doch noch so gerne diesen Adventskalender zeigen, weil das ist vielleicht ein bisschen too much, 2 Adventskalender. Aber nein, finde ich eigentlich nicht, weil das ist ja ein Adventskalender, der ist ja, der bildet ja. Das ist der, wieso, weshalb, warum? Pixie-Adventskalender und da ist in jedem Türchen ein Pixie-Bund. Ich wollte euch doch unbedingt noch meine Lieblingstees zeigen. Die sind alle sogar, ist auch keine Kooperation, aber ich alles, was ich mag, ob Kooperation oder nicht, muss ich an die Menschheit weitergeben. Ich habe da so einen inneren Drang dazu. That's why I do this whole thing here. Nee. Wir hören auch jetzt zum 50. Mal die Benjamin Blümchen-CD, zum 150. Mal in Folge. Ich glaube, ich muss eben ein paar neue CDs in den Nikolaus-Stiefel packen noch. In der Advent, ich hole Hörspiel-Adventskalender noch. Was soll der Geiz? Ohne Zweifel, du kannst blind jeden Tee von Kappa, heißt es, ne? Von Kappa kannst du greifen. Der schmeckt einfach. Das ist so ein Unterschied. Selbst wenn du einen einfachen Fencheltee von Kappa holst, schmeckt der 1000-mal besser als jeder andere. Ganz ehrlich, also da muss ich die echt mal loben. Die machen ihr Ding gut. Also ihr müsst wissen, ich klatsche mir in jeden Tee, ja, den ich mache, ordentlich von meinem geliebten Stevia. Ich finde wirklich das nach wie vor sehr, sehr gut vom Geschmack her.
habe ich euch auch schon tausendmal verlinkt. Das ist alles keine Kooperation, keine Sorge, aber ich sage das jetzt auch in Zukunft nicht jedes Mal dazu, Leute. Ob Kooperation oder nicht, alles, was ich euch hier präsentiere, ist mein, finde ich, gut, alright? So, haben wir das jetzt einfach alle mal geklärt. Es wechselt bei mir so ein bisschen ab. Ich bin mal so ein bisschen auf dem Chai-Trip. Weißt du, so auf dem Chai-Trip mit so Kakaobohnen und so und Süßholzwurzel und Ingwer und so ein bisschen Chai, Zimt, Kardamom. Da ist der hier, Tea Time, It's Me Time. Sehr, sehr nice, ey. Aber ich bin momentan ja wirklich voll auf dem Citrus-Trip, ja. Also das ist wirklich mein absoluter Favorit, ja. Das ist auch schon so schön Good Morning Tea. A lovely little lemony lift, ja. Ach, das schmeckt wirklich wie Zitronenkuchen durch Zitronengras und Mate-Tee ist da drin, ne. Mate ist auch super. So, dann habe ich aber auch noch hier den Orange Lemon, der ist auch gut. Ja, auch nice. Ach so. Und den Don't Worry, Sip Happy, Be Happy Tee. Da ist auch wieder Orange drin und Zimt. Die sind alle geil, Leute. Ich bin ja ein totaler Pfefferminztee-Liebhaber, ja. Pfefferminztee gesüßt mit Stevia. Boah, am besten frischer Pfefferminztee. Die haben in ihrem Pfefferminztee noch Karamell mit reingepackt. Wisst ihr, was für eine geile Kombi das ist? Kann ich auch nur empfehlen. Skinny Minty heißt er. Yeah. Again Skinny. Ja, yeah, on top of that. Mit dem Tee. Nein, natürlich wisst ihr nicht Skinny vom Tee. Natürlich muss auf die Ernährung achten, aber es gibt tolle Tees, ja. Und Skinny Vanille auch noch so nice. Schmeckt so lecker nach Vanille-Erdbeere. Also es gibt tausend Vanille-Erdbeere-Tees, aber die machen, ich weiß nicht, was die machen. Die packen da Liebe rein, glaube ich, deswegen schmeckt es so geil. So, ich konnte euch das nicht vorenthalten. Jetzt höre ich auf zu labern, wir müssen packen und zu Oma, alright? Oh mein Schatzi, freust du dich, dass der Romeo jetzt da ist? Oh, du hast... Ja, deswegen, weißt du, Mama, deswegen habe ich letztes Jahr nämlich keins gemacht. Ich habe mir das durchgelesen im Internet, wie das geht, so ein Lebkuchenhaus. Ja. Und da bist du ja 2-3 Tage dran, ja, mit Einkaufen noch und so. Boah. Du musst das ja vorbacken, das ist so ein Akt. Aber gut, die Oma, dazu gibt's die Oma. Das ist unglaublich. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das noch mal mache. Nee, einmal reicht. Boah. Oh, das duftet aber echt gut. Oh. Und der Teig, ne? Hm. Der war steinhart. Meine ich dachte schon, das ist alles ruiniert. Ja, was dann habe ich gegoogelt. Aha. Und es scheint wohl normal zu sein. Ah. Dann müsst ihr den aus der Schüssel rausschneiden. Ja. Das dürft ihr euch niemals kaufen. Und das hier auch nicht. Wenn ihr in Form bleiben wollt, ja, dann dürft ihr euch das niemals kaufen. Romeo freut sich zum Glück des Lebens, dass der jetzt zur Oma kann. Also der ist echt... Ne, ich glaube jetzt so beim zweiten Mal, wir meistern das besser. Also gut, was heißt wir? Ich glaube, ich bin die Einzige, die ein Problem damit hat. Bin ich ein bisschen übertrieben oder könnt ihr das nachvollziehen an all die Mamas da draußen? Nein, ich genieße jetzt auch mal die Zeit zu zweit mit meinem Mann. Alles cool. Ne, weil sonst, ich bin ja auch selber öfter mal weg, aber dann ist immer halt mein Mann, ne, der Papa zu Hause. Und jetzt ist es halt... Ist ja außerhalb bei jemand anderem. Und weder Mama noch Papa sind da. Na gut, er wird jetzt bald 5, ich denke. So langsam. Ne? I'm gonna enjoy this Christmas party. I'm gonna go hard. It's gonna be lit. It's gonna be awesome. Der Romeo hat seinen Koffer selbst gepackt. Ne? Also er hat auf jeden Fall... Er hat alles dabei. Er hat T-Shirts, circa 20. Für alle Fälle. Ja, das ist gut. Da bin ich. Ja, Abeni, versuch's. Versuch's nur. Das macht dir alles kaputt. Du hast aber abgenommen. Mittlerweile passt du da rein, Abeni. Abgenommen ist zu viel gesagt, aber freut sich auch über ein Kompliment einfach mal. Oh, Apfelschorle, das geht schon gut los hier. Die Oma hat alles. Der Boden ist nicht hier. Ich bin so gespannt. So, noch stärken, bevor die Party losgeht. Aber das Ding ist, Mama, was ist da jetzt alles drin? Weil das Ding ist, man denkt immer Lebkuchen, ach, das ist ja gar nicht so süß. Und das schmeckt einfach so nach Gewürzen. Und das gehört doch zur Weihnachtszeit dazu einfach. Ja, nee, wenn man das einmal selber gemacht hat, dann weiß man, wie brutal das ist. Meine Mama hat das alles aufgeschrieben. You can get the recipe 50 € mit dem Code MAMA
50 spart ihr aber auch 50 Euro. Da ist ein ganzes Glas Honig drin, Leute. Da ist nochmal ebenso viel Rohrzucker drin. Und ein ganzes Päckchen Butter. Und ein Kilo Mehl. Alter Vater. Alter Vater. Unter anderem, das war's jetzt mal. Haltet euch von Lebkuchen fern in der Weihnachtszeit. Das ist immer eine gute Entscheidung. Gleich beißt sie. Tschüss, Schatz. Tschüss. Aber Gilby hat eine andere Idee. Sei schön artig, Lausburg. So, Leute, wir sind jetzt losgefahren. Dennis ist mein Mann, für alle, die es nicht wissen. Tankt noch gerade und dann geht's auf die weite Fahrt. Ne, so weit ist es gar nicht. 1,5 Stunden, glaube ich. In Münster ist das. So, wir sind angekommen. Checken ein ins Hotel Fresh White Sneakers over there. Habt ihr übrigens gesehen? Mein Mann hat den Rauschebart abgemacht. Boah, hat er den einfach abgemacht? Einfach abgemacht. Ja, ich habe gesagt, er soll den mal abmachen. Ich finde den scheiße. Aber dann hat er es gemacht und Römli und ich, wir haben ihn überhaupt nicht mehr erkannt. Ja. Schatz, können wir die irgendwie zusammenstellen? Außerdem ist es hier voll dunkel, Schatz. Oma hat Bild geschickt. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn die Abeni sich schon auf den Romeo draufkuschelt, dann ist alles in Ordnung. Süßer, hier, das ist doch hier Fernsehen. Ist schon wieder Fernsehen an. Schlechtes Licht. Bad lighting, but the shape is okay. Vorher. Ich habe 3 Kleider zur Auswahl. Ich habe keins anprobiert. Ich weiß nicht, ob die noch sitzen, ja. Ja. So, ich mache so ein richtig schönes Vorherbild so jetzt hier so. Warte, so richtig doof. Vorher. Und jetzt kommt das Nachher. Ist das schönste Pfefferkuchenhaus, was ich je gesehen habe. Und wir haben noch eine Überraschung. Gut, das erste auch, aber... Nee. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Echt? Ja. Was denn? Oh, wie hast du das da drauf geschrieben, mein Schatz? Ja, ich. Oh Gottchen, Mama. Los, packt mal aus. Jetzt, Frischi. Los, komm, los. Wir nehmen das mit. Frischi, Frischi. Oh, mein Schatz, die Leute. Ja, die Freude war groß. Alles hat gut geklappt. Und ein paar Tage später ist es dann auch schon soweit, wie vorgehabt, auf dem Weg nach Paris mit einem leckeren Getränk. So, ab geht's nach Paris. Ich hab's doch noch geschafft. Ich fühle mich gut. Ich habe meinen ekel aussehenden, aber lecker schmeckenden Drink dabei. Von nichts kommt nichts, Leute. Und ich werde jetzt schon mal anfangen, den Vlog zusammenzuschneiden, dass der auch möglichst schnell für euch online ist. Okay. Ich melde mich in Paris wieder.
Bonsoir, mes amis. Wir sind tatsächlich in Paris. Ich habe es geschafft. Natürlich im schönsten Viertel, um was Leckeres zu essen. Les Deux Margaux. Wie oft waren wir schon da? Und da werden wir jetzt schön ein leckeres Dinner, ein Dîner, werden wir einnehmen. Ich habe total Hunger. Schaut mal, wie schön das hier alles aussieht. Wie schön geschmückt und alles. Heute ist grün. Komm. Da habe ich doch noch alles geschafft, was auf der To-Do-List stand. Ne? Bisschen Me-Time, Quality-Time in Paris stand ja auch drauf. Ist auch wichtig, das wollte ich ja dieses Jahr wirklich noch einmal schaffen. Ich habe natürlich auch wichtige Dinge hier zu tun, wie zum Beispiel die neuesten Schokoladen zu testen und dergleichen. Ne? Das muss natürlich alles abgearbeitet werden. Ja, auf Milchprodukte könnte ich niemals verzichten. Wie soll ich ohne Käse leben? Wie soll ich ohne Käse lieben? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Fahrt einmal nach Paris in ein wirklich gutes Lokal, zum Beispiel Les Deux Margaux, no corporation, leider, und esst mal wirklich hochwertigen Käse. Dann wollt ihr in Deutschland keinen Käse mehr essen. Das ist die beste Therapie, ganz ehrlich. Das ist so ein Unterschied. Ja, zu dieser ganzen pasteurisierten Käse, die es leider gibt zu Hause. Aber dann wisst ihr das wirklich mal, ne? Ihr müsst mal wirklich eure Geschmacksnerven auf wirklich hochwertige Kost trichtern. Ja, das ist der größte Fehler, den ihr tun könnt, an qualitativ hochwertiger Nahrung zu sparen, ja? An dem, was ihr in euch reinpfeift, irgendwie da Abstriche zu machen. Leute, es reicht, wenn ihr eine geile Handtasche zu Hause habt. Von mir ist eine große, eine kleine. Das reicht. Ihr braucht keine 50 Luxus-Designer-Handtaschen, ja? Investiert lieber in gute, hochwertige Nahrung. Da habt ihr viel, viel mehr davon. Ihr werdet sehen, ja? Glaubt mir. Guckt ein bisschen, woher das alles kommt und sensibilisiert eure Geschmacksnerven nochmal ein bisschen auf hochwertige Kost. Das ist ganz, ganz wichtig, ja? Und das ist auch was sehr, sehr Schönes. So, und ich genieße jetzt noch den Abend in Paris. Morgen früh geht es schon direkt wieder nach Hause. Und dann auch schon direkt, wenn ich zurückkomme, quasi direkt auf den Elternabend mit Basteln. Das heißt, was mit Gestalten. Wir werden was gestalten für die Kiddies als Überraschung zum Nikolausfest. Da freue ich mich sehr drauf. So, wieder auf der Heimreise nach Deutschland habe ich doch tatsächlich den Weihnachtsmann im Zug getroffen. Leute, ich schwör's euch. Es könnte aber auch der von Kevin allein zu Hause gewesen sein. Wisst ihr, wen ich meine? Den hier. Original, Leute. Ja, muss Glück bringen. Hallo Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich war ja nur eine Nacht in Paris, aber immerhin, es war sehr schön. Ich habe alles erledigt dort, was ich erledigen musste. Ach, was ein Tag. Ich bin von Paris nach Hause gekommen, Romeo krank, nicht im Kindergarten. Ja, ich ihn umsorgt und alles getan, was ich konnte. Ihm geht schon wieder besser. Ich komme gerade vom Elternabend im Kindergarten, wo wir zusammen mit den Erziehern und den Müttern gefilzt haben. So Schnüre für die Kinder, mit denen die sehr, sehr gerne spielen, aber die alten sind schon so alt und deswegen haben die neue gebraucht. Haben wir zusammen gefilzt. Ja, ja, my life, full of contrasts. Ach, es war ein super schöner Elternabend. Wir haben richtig viel erfahren, so über den Alltag und wer so mit wem spielt. Ich finde das total interessant. Also, mein Gott, mein Herz ist echt so erfüllt darüber, dass er in so einen wunderschönen Kindergarten gehen kann. Ja, morgen ist ja Nikolaus und ich habe zum Glück wirklich alles schon vorher vorbereitet gehabt und Geschenkchen verpackt. Wir haben die Stiefel schön rausgestellt und ich habe aus Paris auch noch ein paar kleine Kleinigkeiten für meinen Mann mitgebracht. Das weiß er aber nicht. Und für mich selbst, ja, die habe ich auch schon verpackt und die werde ich nämlich, ich werde extra heute Nacht heimlich aufstehen und die heimlich auch in unsere Stiefelchen stecken, weil ich weiß nicht, ich finde das schön, wenn wir dann alle was morgen im Stiefel haben. Wisst ihr, nicht nur Romeo, vor allen Dingen, ich kenne ihn und er ist so einer, er freut sich selber erst richtig über ein Geschenk, wenn eben auch andere was kriegen. Das ist total süß und deswegen, ich weiß, dass ihn das dann auch sehr freuen wird, wenn auch wir was haben. Ich schnappe mir jetzt meinen Mann, wir befüllen noch die Stiefelchen und dann, ja, morgen Nikolaus. Ich wünsche euch eine ganz, ganz, ganz schöne Adventszeit, einen wunderschönen Nikolaustag.
und alles Mögliche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich höre jetzt auch auf zu labern, sonst nimmt das wieder überhand. Neuer Anzug übrigens. Ist noch nicht ganz draußen. Doch, wenn der Vlog draußen ist, sind, glaube ich, auch die neuen Anzüge von Smilodogs im Shop. Das wäre einer davon. Gibt es auch in Schwarz, in Bordeaux, in Beige und eben in Blue. Very cozy, nice, I love it. Achso, ich war auch irgendwie schon seit Wochen nicht mehr im Gym gewesen. Ich habe mich wirklich die letzten Wochen nur mit Homeworkouts über Wasser gehalten, immerhin. Aber auch da habe ich jetzt schon länger keins mehr gemacht, weil ich ja dachte, ich werde krank. Aber zum Glück bin ich nicht krank. Hast du die Stiefelchen mit reingebracht? Habe ich, ja. Hast du? Ja. Wir befüllen die jetzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann muss ich schlafen. Ich erzähle dir noch vom Elternabend. Das war wirklich super schön. Und dann machen wir morgen schön Nikolaus. Und wir hoffen, ihr hattet alle ein schönes Nikolausfest. Einen schönen Nikolaustag. Denn wenn ihr das Video seht, ist es ja schon vorbei. Und dann wünschen wir euch noch weiterhin eine schöne Weihnachtszeit. Und hast du nicht gesehen mit euren Liebsten und dies und das. Und, aber ich melde mich sowieso nochmal. Vor dem neuen Jahr melde ich mich natürlich nochmal. Melden wir uns nochmal, oder? Auf jeden Fall. Ja,